meine lieben Astrofreunde, heute werden wir wieder ein Video machen. Und dieses Mal, wie berechnet man die Gravitationskraft zwischen der Erde und der Sonne? Als erstes muss man natürlich wissen, dass die Erde und die Sonne Körper sind, die beide eine Masse haben. Die Sonne 1,989 mal 10 hoch 30 Kilogramm, die Erde 5,97 mal 10 hoch 24 Kilogramm. Als nächstes muss man auch noch wissen, dass die natürlich irgendeinen Abstand voneinander haben, und in dem Fall ist es die eine astronomische Einheit. Das sind 149.600.000 Kilometer. Das ist der durchschnittliche Abstand Erde zur Sonne. Als nächstes braucht man jetzt natürlich die Gleichung. Die lautet F ist gleich Gravitationskonstante G, Masse des ersten Körpers mal Masse des zweiten Körpers durch den Abstand zum Quadrat. M1 ist die Masse zur Sonne, M2 die Masse der Erde und R² ist der Abstand zum Quadrat. Wenn man diese ganzen Komponenten jetzt in die Gleichung einsetzt, muss man auch noch eine kleine Sache hier verändern. Also man muss den Abstand, was Kilometer angegeben ist, unten wo der Pfeil ist, in Metern umrechnen, da in der Physik mit Grundeinheiten gearbeitet wird. Wie jetzt zum Beispiel, wenn man eine Rechenaufgabe hat, man kann es auch nicht 10 Newton durch 100 Kilonewton dividieren. Weil 100 Kilonewton sind ja keine 100 sozusagen, das wären ja 100.000. Genauso ist es hier mit dem Abstand. Wenn man das nämlich alles eingibt, hat man jetzt das sozusagen im Taschenrechner stehen. Eine Gravitationskonstante G mit 6,674 mal 10 hoch minus 11 Kubikmeter durch Kilogramm S zum Quadrat mal die Masse der Sonne mal die Masse der Erde durch den Abstand in Metern, nicht in Kilometer, in Meter zum Quadrat. Also muss immer umgerechnet werden auf Meter. Ganz wichtig. Und wenn man das alles gemacht hat, hat man rund 3,5 mal 10 hoch 22 Newton. Also unvorstellbar groß. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal dann. Auf Wiederhören.